Connoisseur Circle ist für unsere Kunden ein ganz, ganz wichtiges Medium. Seit vielen Jahren arbeiten wir mit Frau Dressler zusammen für Berichte über Destinationen, über Hotels. Und wir geben ihr auch so Ideen für Geschichten, für neue. Ja, das ist unsere Zusammenarbeit seit sehr vielen Jahren. Es geht ja nicht nur um Hotels, es geht ja auch um die Reiseländer für die Menschen, die den Connoisseur Circle lesen. Ich glaube ja, wir reden ja hier über den High-End-Bereich, den Luxusbereich. Ich denke, es geht nicht um goldene Wasserhähne, sagen wir, materiellen Luxus. Es geht um ein Erlebnis, um eine Experience, wie man so schön sagt. Und das ist die große Änderung in diesem Segment des Tourismus. Ich lege ganz besonderen Wert auf den Service, auf die Menschen, dass die auf meine Bedürfnisse eingehen. Das ist so dieses Zwischenmenschliche, diese Beziehung, die finde ich sehr, sehr wichtig. Ich möchte auch nicht immer nur im Hotel abends essen, ich möchte auch mal rausgehen. Und das Hotel ist für mich da die Hilfe, die mir sagt, da musst du hingehen, das musst du machen. Ich gebe dir jemanden an die Hand, der dir hilft. Da bin ich auf Reisen, aber ich möchte irgendwo sein, wo ich das Gefühl habe, wenn ich nach Hause komme, ich habe nicht nur ein schönes Hotel gehabt, sondern ich habe auch ein bisschen Land und Leute kennengelernt. Mit Geld kann ich mir jedes tolles Hotel kaufen, aber was ich mir nicht kaufen kann, ist, dass ich das Land erlebe.